Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Heute sind wir wieder unterwegs für die Serie Motorradtechnik. Im Detail 1000 PS klärt auf und ich bin schon auf der Motorhaube quasi außen drauf, aber jetzt gehe ich gleich innen rein auf der Suche nach Antworten zum Thema IMU, Gyrosensorbox. Was steckt da drin? Was kann die? Die Antworten darauf geben uns jetzt die Leute hier in der KTM Motorhaube in Mattighofen. IMU steht für Inertial Measurement Unit und das ist eigentlich so die Zauberbox der letzten paar Jahre, weil das, da sind Sensoren drin, die eben in sechs Achsen die Beschleunigungen und Verdrehungen des Motorrads erfassen und dadurch kennt die Motorelektronik so viele Fahrzustände oder kann diese Fahrzustände erkennen, dass sie eben unglaublich fein auf diese Fahrzustände regeln kann. Und man merkt es, wenn so ein Motorrad gut mit der IMU abgestimmt ist und diese Daten, die die IMU liefert, gut verwertet, dann hat man einfach ein unglaublich feines Regelverhalten, zum Beispiel von der Traktionskontrolle, von der Wheelie-Kontrolle, aber auch zum Beispiel vom Schräglagen-ABS. Dieses IMU-Ding ist eigentlich eine ganz logische Geschichte, die aber natürlich erst sich im Prinzip im Nachhinein entwickelt hat, als diese ganzen Systeme so viel Daten geliefert haben, dass man irgendwann gesagt hat, okay, lass uns das doch zusammenfassen. Eigentlich wäre es logisch gewesen, am Anfang eine IMU zu entwickeln und dann das Motorrad, ja? Weil die IMU ist die Mutter aller Daten und das wäre, wenn man es jetzt von Grund auf entwickelt, der logische Schritt, dass man alle Daten wo zusammenfasst. Und in dem Moment, wo diese IMU eingeführt worden ist in die Motorräder, in dem Moment sind diese Fahrassistenzsysteme gut geworden. Die haben an Regelgeschwindigkeit gewonnen, die haben an Regelgüte gewonnen und das hat das alles erst ermöglicht, dass diese neuen Motorräder so performant sind, gleichzeitig so komfortabel und so einfach zu fahren. Ja, die IMU heißt auch Inertial Measurement Unit, ist umgangssprachlich eigentlich der Schräglagensensor, wird er bei uns genannt. Dieser Schräglagensensor misst im Prinzip die Fahrzeuglage und sendet diese Daten ans ABS und das ABS kann daraufhin Sachen wie zum Beispiel die Schräglage, den Fahrzeugnickwinkel oder auch den Schwimmwinkel vom Fahrzeug berechnen. Also die Box wiegt ca. 35 Gramm, ist ziemlich leicht demnach und kann idealerweise eigentlich ziemlich frei im Fahrzeug verbaut werden. Es gibt natürlich sehr starke Einschränkungen von dieser Box. Das sind zum Beispiel, muss die ein bisschen abgeschirmt sein von gewissen Motorvibrationen. Also es darf jetzt dann keine Fehlanregungen über den Motor mit einfließen, weil sie soll ja wirklich auch nur die Beschleunigung und Drehraten vom Fahrzeug, die wirklich anliegen, messen. Das andere ist dann, dass man sie vor der Temperatur schützen muss, also sie darf nicht zu heiß werden. Dann auch vor die EMV-Verträglichkeit, also abschirmen vor irgendwelchen EMV-elektromagnetischen Sachen. Und unter anderem kommt es dann halt immer darauf an, wo habe ich auch Platz, wo finde ich Bauraum, um diese IMU im Fahrzeug zu installieren. Das sind drei Achsen, die der Sensor misst, also drei Beschleunigungsachsen. Man sieht das ja hier ganz gut. Das sind eben zum einen die X, die Y und die Z-Achse. In den Achsen werden eben die Beschleunigungen gemessen. Und dazu kommen jeweils noch eine Winkelgeschwindigkeit, die eben um jede Achse auch einmal wirkt und die man eben mit diesem Sensor dann auch messen kann. Also deswegen werden bei KTM 6D-Sensoren verbaut, die man eben für den vollen Funktionsumfang für Traktionskontrolle und ABS benötigt oder in kleineren Modellen werden auch 3D-Sensoren, also die nur zwei beschleunigen und eine Winkelgeschwindigkeit messen. Da hat man natürlich dann eine etwas eingeschränktere Funktionalität, aber die reicht eben teilweise dann auch schon aus, um gewisse Funktionen realisieren zu können. Ja, es ist sicherlich ein bisschen ein Marketinggedöns dahinter. Man muss halt diesen dreidimensionalen Raum irgendwie in Worte fassen und den Kunden irgendwie erklären,
Dieses Ding weiß einfach, was dein Motorrad macht in jede Achse und dann auch noch in welcher Geschwindigkeit sich das ändert und wie sich das in diesen Achsen nicht nur bewegt, sondern auch um diese Achsen dreht. Und dann hat sich halt irgendwann diese 6-Achsen-IMU in die Köpfe der Menschen eingebürgert. Aber wenn man es, keine Ahnung, 3D-IMU genannt hätte, wäre es vermutlich genauso gut gewesen und es ist nichts anderes. Es ist ein dreidimensionales ein dreidimensionales Beschleunigungserfassungssystem und passt. Ja. Der funktioniert so, das wird jetzt ein bisschen technisch. Im Grunde ist es ein Plattenkondensator oder Fächerkondensator, der da drinnen ist. Das kann man sich jetzt so vorstellen wie meine Hände jetzt mit den Fingern. Und eine Hand steht fest und die zweite kann schwingen. Und wenn man jetzt quasi das komplette System bewegt, dann würde quasi eine Kondensatorseite da drinnen schwingen. Dadurch ändert sich die Kapazität von diesem Kondensator, weil sich eben eine Seite auslenkt. Somit stimmt die Überlappung, die ändert sich. Dadurch ändert sich die Kapazität von dem Kondensator. Das ist wieder was man elektrisch messen kann und halt Rückschlüsse auf die Beschleunigung ziehen kann. Es werden das ABS-Steuergerät ist der Hauptabnehmer, kann man jetzt mal so sagen, von der Inertial Measurement Unit, also von der IMU. Die berechnet sich daraus eben die Schräglage und noch verschiedene Winkel, die eben für verschiedene Funktionen notwendig sind. Man braucht es für ABS-Bremsung, für Kurven-ABS, für die Traktionskontrolle, wenn man kurvenabhängig die Traktionskontrolle regeln will. Man kann sich das einfach so vorstellen, wenn man in einer gewissen Schräglage den Gashahn voll aufreißen würde, braucht man eben die kann man nur geringere Seitenführungskräfte oder geringere Antriebskräfte übertragen. Und dafür braucht man eben genau die Schräglageposition, die eben der Sensor die Rohdaten liefert, womit man dann eben die Schräglage berechnen kann. Weiter gibt es auch das semiaktive Fahrwerk, was mit dem Sensor, mit den Rohwerten von dem Sensor arbeiten muss. Da werden auch Dinge berechnet, wie die Kurvenlage, ob es eine Beschleunigung gibt für ein Fahrzeug. Dadurch, dass eben auch Beschleunigungssensoren mit verbaut sind, kann man das relativ gut rauslesen aus den Daten, ob gerade gebremst wird. Also die Semiaktivfunktionen stützen sich auch sehr stark auf den Schräglagesensor oder ein Teil der Funktionen stützt sich da eben daraufhin ab. Natürlich auch das Kurvenlicht ist natürlich auch eine Funktion, was die Kurvenlage wissen muss. Und es gibt noch kleinere Funktionen in der Motorsteuerung. Das ist eine Funktion, wir schalten den Quickshifter bei einer gewissen Schräglage ab, um eben ein mögliches Aufsetzen vom Schalthebel am Asphalt, da eine ungewollte Schaltvorgang eben zu verhindern. Das sind so die vier Hauptkomponenten, die mit den Werten von dem Schräglagesensor oder von dem umgangssprachlich Schräglagesensor eben benötigt oder benutzt werden. Also die Position von der IMU unterliegt eben verschiedenen Faktoren, die man berücksichtigen muss. Es sind zum einen mal, ist der Sensor relativ sensibel, was Temperatur anbelangt und was Motorvibrationen anbelangt. Da muss man einfach, um die Lebensdauer des Sensors bewerkstelligen zu können, dürfen gewisse Grenzwerte nicht überschritten werden. Und die Temperatur und die Vibrationen, die vom Motor herkommen, sind eben limitierender Faktor, wo man den und wie man den platziert. Also man kann es zum Beispiel auf einem Kunststofftank, sind die Vibrationen relativ gering. Oder man bindet das wie bei der Super Duke an den Kunststoffhalter, der in sich nochmal gedämpft, also mit Gummidämpfung, am Heckrahmen des Fahrzeugs aufgehängt ist. Da schafft man das einfach damit, die Vibrationen eben rauszufiltern, die Sensorsignalqualität zu erhöhen und eben die Lebensdauer grundsätzlich gewährleisten zu können. Es gibt noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die EMV-Verträglichkeit, also dadurch, dass da natürlich sehr
sensible Daten gemessen werden, muss man natürlich darauf achten, dass man den Sensor jetzt nicht unbedingt neben den Elektrostarter zum Beispiel verbaut. Da wo hohe magnetische Felder entstehen, kann es eben zur Störung von dem Sensorsignal kommen. Das muss man unterbinden. Man muss natürlich auch schauen, dass keine umherliegenden Bauteile wie irgendwelche Leitungen oder Kabel auf den Sensor sich bewegen oder drauf hämmern, um somit dann eben eine Beschleunigung vorzugaukeln, die eben gar nicht existent ist. Also das sind so die Parameter, die man stark beachten muss, die die Position von dem Schräglagesensor im Fahrzeug relativ stark einschränken. Wir haben mit dem 6D-Sensor jetzt einen Sensor, der an sich in jeder Position verbaut werden kann. Bei dem 3D-Sensor haben wir noch die Schwierigkeit, dass der nur in bestimmten Einbaulagen verbaut werden kann, um dadurch, dass er eben nur zwei Beschleunigungen und eine Winkelgeschwindigkeit misst, muss der in einer bestimmten Lage verbaut werden, um so Sachen wie die Schräglage oder den Nickwinkel eben berechnen zu können. Und das sind eben alles so Faktoren, die den Ort von dem Schräglagesensor eben sehr stark einschränken. Die Abstimmung IMU-Motorsteuerung, das Ganze geschieht so, dass ja die Rohdaten von der IMU erstmal in das ABS-Steuergerät reingehen und dieses ABS-Steuergerät verarbeitet die ganzen Daten und legt die dann auf den CAN-Bus vom Motorrad. Und das Motorsteuergerät nimmt sich dann diese Daten raus, nimmt sich die vom CAN-Bus und regelt dann gezielt die Eingriffe in die Motorsteuerung aufgrund von der Schräglage oder Fahrzeugnickwinkel. Ja, der CAN-Bus ist im Prinzip das Datenaustauschsystem am Fahrzeug. Das heißt, alle Daten, die über Sensoren gemessen werden oder auch die der Motor zur Verfügung stellt, das ABS zur Verfügung stellt, fließen in den CAN-Bus herein und andere Steuergeräte können sich diese Daten dann nehmen und verarbeiten. Dann, also wenn die IMU kaputt geht, werden gewisse Funktionalitäten nicht mehr funktionieren, so wie das Kurven-ABS wird ausgeschalten. Das normale ABS funktioniert aber trotzdem weiterhin. Es gibt ja noch weitere Steuergeräte, die auf die IMU-Daten zugreifen. Die haben meistens Fallback-Lösungen, also so ist es bei dem semi-aktiven Steuergerät. Genauso ist es auch beim ABS-Steuergerät, also die Funktionen werden nicht komplett abgeschalten, sondern man versucht mit den restlichen Daten, die ja weiterhin geliefert werden, die Funktionalität trotzdem sicherzustellen. Und genauso ist es bei einer kurvenabhängigen Traktionskontrolle, die wird natürlich ausgeschaltet, die Traktionskontrolle an sich funktioniert aber trotzdem weiterhin. Ist das ein Wunderwerk für mich? Ja, ein Wunder ist es auf alle Fälle, dass das alles möglich ist. Aber das ist schon also ein Punkt, wo ich persönlich, mir geht schon ein bisschen zu weit weg vom Motorradfahren. Ich habe gern dieses Puristische, das habe ich nach wie vor gern. Auch wenn dieses ABS super funktioniert, auch wenn diese Traktionskontrolle super funktioniert, habe ich trotzdem noch diesen puristischen, romantischen Zugang und finde es eigentlich... Aus technischer Sicht finde ich es großartig und es ist auch Wahnsinn, was gerade diese IMU, was die für ein Datenverarbeitungstool ist, was die da sammelt und dann an diese Maschine weitergibt. Aber mir selber geht halt dieses Simple, dieses Einfache, geht mir halt dadurch ein bisschen verloren. Es ist ja, glaube ich, kein ganz griffiges Thema gewesen, diese Blackbox, diese IMU, die ja anders als viele andere Themen beim Thema Motorradtechnik ist so nicht wirklich angreifbar sind, aber wir hoffen, wir haben das ein bisschen angreifbar für euch gemacht. Freuen uns natürlich über einen Daumen rauf. 5 Personen sind wir hier von 1000 PS. Ja, fast eine Woche drehen wir hier in der KTM Motorhall für euch an dieser Serie Motorradtechnik im Detail und freuen uns natürlich über wertschätzende Kommentare und freuen uns auch, wenn ihr auch die anderen Folgen anschaut. Unten runter ist der Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon jetzt. Tschüss und Baba.